Ja, wir sind eine Minute davon entfernt. Also du ziehst jetzt dein Cape an und ich renne da irgendwie hin. Wir sind jetzt hier in Naton auf dem Weg zu einem Wasserfall. Aussichtspunkt oder Wasserfall? Beides. Beides, okay. Und wollen euch einfach mal hier das Pier so zeigen. Ein bisschen weiter. Ein bisschen weiter hier die Straße auf der linken Seite ungefähr, da wo dieses rote Dach ist, da sind ja immer diese ist immer dieser Nachtmarkt, wo wir immer hinfahren. Immer dienstags. Genau, sind wir auch eigentlich jeden Dienstag. Und hier hat man einen schönen Sonnenuntergang abends. Das haben wir, glaube ich, mal kurz gefilmt, wo wir auf dem Weg zum Nachtmarkt waren. Und hier auf der anderen Seite sind dann so, ja, Bars, Cafés. Ja. Imbissbuden, Restaurants. Also gerade wenn dann abends ist hier relativ viel los. Jetzt weiß ich nicht, ob das nur beim Nachtmarkt ist, das glaube ich aber nicht. Nö, ich denke mal, hier wird jeden Abend los sein, weil halt hier der schöne Sonnenuntergang ist. Aber wir sind ja verwöhnt. Bei uns in Paraguay, speziell bei uns im Chaco, wir haben sehr, sehr schöne Sonnenuntergänge, auch von den Farben her. Dementsprechend sind wir da so ein bisschen verwöhnt. Ich meine, die Sonnenuntergänge hier sind schön, aber kommen farblich nicht ganz so an die unseren ran. Nein. Ja, zu Hause muss aber schön sein, ne? Oder schön näher. Dafür ist natürlich hier die Kulisse schöner, in der die Sonne untergeht. Ja, das muss man ja auch ganz klar anerkennen. Hier am Wasser oder auch wo wir von den Bergen da von diesem Organic Farm oder wo wir mal da waren, wo da der Sonnenuntergang ist, aus den Bergen runterguckend ins Tal, aufs Meer, ist natürlich noch schöner. Ja. Jo, und jetzt würde ich sagen, gucken wir mal. Ich weiß nicht, wie weit Sarah noch laufen will, nicht, dass das hier langweilig wird. Nee, wir gehen jetzt noch bis zu dem Baum, dann drehen wir nochmal um. Wir müssen nämlich noch zu einem 7-Eleven oder was auch immer wir finden, noch ein bisschen Proviant kaufen, weil bei dem Aussichtspunkt, da soll nämlich auch eine schöne Bank sein. Und Sarah muss ja Picknicken. Immer was dabei haben, sie muss immer Picknick machen. Ach, guck mal hier, nee, das ist ein anderes Korb, ist das unser Korb? Aber er hat doch mehrere Filialen, nein, das ist nicht das, wo wir waren. Nee. Ah, nee, genau. Irgendwer aber da kannst du ja zeigen und verlinken. Hier ist die nächste Filiale von dem Ganzen. Nein, das ist nicht unser, aber ich weiß auch nicht, ob das überhaupt das Kopf ist. Aber auch schön, da oben dann zu sitzen und auch auf den Sonnenuntergang zu gucken. Ja, hier hat man natürlich auch einen schönen Blick aufs Meer. Und in diesem anderen Kopf, wo wir mal schon öfter mal frühstücken waren, da sitzt man eigentlich direkt am Strand. Ja, da muss man nur noch eine Treppe runter und ist am Strand. Da ist natürlich ein bisschen schöner, weil dann die Straße nicht dabei ist. So, wir quatschen jetzt nicht mehr weiter. Nee. Wir gehen so kurz bis zum Baum spazieren und dann drehen wir um. Und dann fahren wir weiter. Es war nicht das tollste Wetter, aber nein, es ist nicht der tollste Himmel, aber es ist richtig schön angenehm. Das reicht uns. Wir gehen eh nicht gerne in die Sonne. Gibt nur Sonnenbrand. Genau. Wir haben uns zum Glück verfahren. Eigentlich, weil deswegen haben wir ein bisschen länger gebraucht, weil das Internet hat sich aufgehangen. Und jetzt guckt euch mal die geilen Schaukeln an. Und der Ausblick ist irre. Ich wollte gerade sagen, was war das? Dein Rucksack. Ach so. Der Rucksack. Ja, er ist alleine und hat ein dickes Moped, der kommt da leichter hoch. Wir sind da gerade hochgefahren und da war natürlich falsch. Wir hätten hier rechts reingemusst, also hier bei den Schaukeln. Wir kamen von unten natürlich, logischerweise. Dann sind hier die Schaukeln und da hinten kann man zwischen den Palmen so ein bisschen diese große Fähre entdecken. Wir sind ja da vorhin am Strand da, diese Strandpromenade ein bisschen lang gegangen und ja, dementsprechend sind wir jetzt hier oben und Sarah wird jetzt schaukeln. Ja, weil sie ja immer noch nicht die Schaukel bei uns zu Hause hat. Jetzt traut sie sich nicht. Ich glaube, ich muss die mal ein bisschen anschuppen. Nein, warte. So ein bisschen. Lass es. Ich bin am Abgrund, lass es. Nein, da passiert doch nichts. Das ist so eine super Schaukel, bis auf dass die Balken sich da jetzt so ein bisschen biegen. Naja, die Sarah. Schatz, siehst du, das ist einfach nur ein Holzbrett, wo Löcher drin sind. Ja, wir haben auch so ein Holzbrett mit Löchern drin. Da fehlt da nur noch mal dran zu machen. Das Mädel ist auch recht schnell da hoch. Sarah wird jetzt hier so ein bisschen rumschaukeln und vielleicht gehe ich auch mal auf die Schaukel, aber ich kann ja sogar mit Kamera auf die Schaukel. Ich habe ja nicht so viel Ängste wie Sarah. Und dann werden wir jetzt gleich weiterfahren. Ich kann noch viel höher schaukeln als Sarah. Das ist jetzt schon wert. Pass auf. Muss einer hinten halten. Wir kamen jetzt gerade von da, wollten weiter und haben wieder einen Aussichtspunkt entdeckt. Der ist zwar im Moment ein bisschen zugewachsen. Ich weiß jetzt nicht, ob sich da noch irgendwer drum kümmert.
Regulär müsst ihr ja nur ein paar Äste ab und dann könnte man da schön gucken. Ich meine, heute ist das ja, mit der Sicht eh nicht ganz so. Hochgewachsen. Aber an sich wäre das ein richtig schöner Aussichtspunkt. Ihr seht da irgendwo das Wasser. Man kann ein bisschen das Wasser erahnen. Ich meine, das Wasser geht ja nahtlos über in den grauen Himmel. Ja. Und dementsprechend ist es ein bisschen schwer auseinanderzuhalten. Weil die Sonne kommt gerade raus. Aber an sich kann man hier gut sitzen. Man hat Schatten. Man kann man essen. Kann man essen. Man könnte regulär sogar hier vorne auf dem Beton grillen. Ja, wenn man ja einen Grill hätte, könnte man hier ja grillen. Es gibt ja kleinen Grill zu kaufen. Haben wir nicht, deswegen fahren wir weiter. Guckt mal, wer sich da den Berg hochquält und nicht gefilmt werden will. Aber sie ist leider viel zu weit weg, um mich daran zu hindern. Sie wollte ja unbedingt unten absteigen, weil ihr da zu steil war und sie meinte, ich sollte alleine hochfahren. Alleine ging das jetzt hier ja ganz, ganz einfach. Ach, und schön. Ich bin jetzt hier angehalten und ja, hier geht's gleich weiter. Ich habe jetzt hier angehalten, na, ist doch egal. Komm mal bei mich bei. Auf jeden Fall stehe ich da jetzt und warte auf Sarah, denn jetzt denke ich mal, wird sie wieder aufsteigen. Weiter geht's. Wir sind anscheinend wieder ein bisschen falsch gefahren, weil sich das irgendwie hier immer aufhängt. Aber ich weiß gar nicht, aus welchem Blickwinkel gerade die Fähre war. Irgendwo da unten, ne? So würde ich sagen. Ja, irgendwo da. Da ist nämlich die Fähre. Ist echt schade jetzt heute mit dem Himmel, aber ich hoffe, ihr seht das trotzdem, wie geil das ist. Was ich aber toll finde hier mit den Palmen und, ja gut, jetzt sind hier nicht gerade, hier sind gerade nicht allzu viele Palmen. Und Martin hat was entdeckt, wo er es gesagt hat, ist mir aufgefallen, dass das stimmt. Ich habe mich nämlich gewundert, was das ist. Geh mal aus mich. Oh oh. Jetzt hast du das gehört? Das ist auf jeden Fall oder höchstwahrscheinlich ein Schießstand. Ja. Den sich hier weil da kannst du nämlich auch genau, da kannst du Dingens dran tackern, da sind noch Tackernadeln und dann Scheiben drauf und das sieht hier eindeutig nach loslegen. Boah, jetzt müssen wir erstmal umdrehen. Geil. Ja, Martin war unbedingt hier zu schießen, das soll hier so teuer sein. Aber wir können ja trotzdem mal zu so einer Shooting Range fahren. Ja. Aber das ist wahrscheinlich zu teuer und wir haben so viele Schüsse in unserem Leben schon abgegeben. Genau. Und dann müssen wir jetzt nicht hier zu überteuerten Touristenpreisen nur noch machen. Genau, aber wir wissen ja, anschauen wie werden wir uns halt auf jeden Fall mal. Ja, ja, eine haben wir schon Richtung Schavengwald, glaube ja, ich, eine richtig schöne. Ja, wir sind ja schon an einigen vorbeigefahren. Achso, du meinst die schöne. Ja, ja. Das hört sich nicht gut an. Na, vielleicht kommen wir noch irgendwo hin. Ich habe ja mein Cape dabei. Wir sind jetzt von da oben runtergekommen und laut Google Maps ist das hier der Weg. Ja, wenn ihr euch den anschaut, seht ihr ja, warum ich da gerade eher links gefahren bin, so mal intuitiv. Ist wahrscheinlich alles machbar hier zu fahren, wenn Sarah absteigt, aber ist natürlich auch nicht der beste Weg. Jetzt sagt Sarah gerade, da ist Baum umgestürzt und ich wollte mir das mal selber angucken. Erstmal hier den Nagel wollen wir mal eine Seite tun. Ja, es ist so ein Strauch. Auf jeden Fall scheint die schon länger keiner mehr gewesen zu sein. Nee. Aber gut, dass wir jetzt da nicht hochgefahren sind. Also hier soll der Weg weitergehen. Also ganz ehrlich. Mit einer Motocross-Maschine könnte man das machen, aber ich glaube nicht. Mit dem Roller und Sarah sagt gerade, es wären 2,3 Kilometer noch. Der Baum sieht cool aus. Ja, ich glaube, wir hatten jetzt genug Aussicht. Und wie gesagt, für ambitionierte Leute oder Leute mit einem Motocross-Motorrad, die können ja gerne den Punkt versuchen zu finden. Wenn ihr den gefunden habt, schreibt mal gerne unten in die Kommentare rein, wie es war. Und wir drehen jetzt mal um. Hat ja auch gerade schon gedonnert. Aber ich glaube, du hast bestimmt noch irgendwas anderes auf deiner Liste. Einen anderen Weg noch. Dann probieren wir noch einen anderen Weg aus. Wir gucken mal, unten stand auch noch irgendwas mit privat, aber wir gucken mal, dann gehen wir doch noch nicht auf. Jetzt wollte uns das Navi hier lang strecken, aber hier stehen zwei Schilder, wo drauf steht Privatstraße und ja, da haben wir dann nochmal genau nachgeguckt und es hat sich doch tatsächlich ein kleiner Schreibfehler eingeschlichen.
Oder war das... Nee, das war richtig. Ach, das war richtig. So, Sarah hat jetzt... Das, was ich danach gesucht habe, habe ich falsch geschrieben. Ah, okay. Okay, es war schon richtig. Also da oben muss irgendwo ein Aussichtspunkt sein für die Leute, die den suchen möchten. Gerne und informiert uns dann. Genau, Sarah versucht den dann noch zu finden und euch dann den Standort unten in die Videobeschreibung zu packen. Wir versuchen jetzt unser Glück beim nächsten Aussichtspunkt. Nee, Wasserfall, glaube ich. Aussichtspunkt. Oder Wasserfall. Der nächste Aussichtspunkt, ja. Da sind zwei Aussichtspunkte. Nein. Wie ihr sehen könnt, wird es immer dunkler. Und Sarah hat jetzt da irgendeinen Punkt eingegeben. Apirum Waterfall. Entweder ist das jetzt das Rauschen vom Wasserfall oder da vorne regnet es schon. Noch ist es trocken, aber da ist das ganze Dunkle schon aufgezogen und es donnert jetzt schon recht doll. Ich habe mein Cape schon. Ja, doch, jetzt habe ich den ersten Tropfen abgekriegt. Ja? Ja. Ja. Wir sind eine Minute davon entfernt. Also du ziehst jetzt dein Cape an und ich renne da irgendwie hin. Okay. Und dann kannst du ja nachkommen. Das Problem ist, ich habe natürlich... weil wir die Mikrofone jetzt öfter benutzen an der Kamera, diese blöde Klappe von der Kamera nicht zugemacht. Und dementsprechend ist sie jetzt nicht wasserdicht. Und die doofe Klappe habe ich natürlich, damit wir sie nicht verlieren, zu Hause gelassen. Ja, ihr müsst halt gucken, obwohl wir jetzt letztens auch gesagt bekommen haben, es ist nicht unbedingt Regenzeit auf Koh Samui, sondern Thailand hat verschiedene Regenzeiten, abhängig von ihren Regionen. Thailand ist ja groß. Und dementsprechend müsst ihr halt gucken, wann wo Regenzeit ist. Aber naja, wenigstens so eine halbe Regenzeit ist hier schon. Boah. Davon mal abgesehen, dass hier viele Palmblätter rumliegen, kann man hier eigentlich auch mit dem Roller langfahren. Ja, jetzt Fragen über Fragen. Geht es jetzt da runter zum Wasserfall? Oder da hoch. Ja. Vielleicht hat der Wasserfall auch gar kein Wasser. Keine Ahnung. Irgendwie waren unsere Ausflüge heute ja nicht von Erfolg gekrönt. Wir haben die Orte irgendwie nicht gefunden, die wir gesucht haben. Und jetzt kommen gleich langsam auch dicke Tropfen runter. Wir haben die Orte nicht gefunden. Aber wir haben trotzdem schöne Orte gefunden. So ist das nicht. Die Wege waren ganz nett. Konnten auch leider jetzt bei der Fahrt nicht viel filmen, weil Sarah immer das Handy halten muss. Unser Roller hatte leider keine Handyhalterung. Und dadurch konnten wir euch das nicht so zeigen, wie es auf dem Weg hierhin war. Da waren doch schon die ein oder anderen schönen Strecken dabei. Und die Strecke hier ist jetzt nicht ganz so schön. Ja. Wie ihr seht, keine Ahnung, wo es da hingeht. Angeblich eine Minute vielleicht, wie gesagt, dieser eine Abzweig, wo es nochmal runterging. Aber wenn wir jetzt Pech haben und der Regen richtig losgeht, wird hier das Ganze zum Wasserfall. Da kommt das rosa-rote Männchen oder Weibchen. Muss man ja heute genau differenzieren. Das rosa-rote Weibchen kommt und wir gucken mal. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und zeigen euch, wie wir gleich aussehen. Also ich höchstwahrscheinlich klatschnass. Zeig dein Bärchen. Das Bärchen. Gut versteckt die Rücke in der Kapuze. Können wir sehen, wie der Wasserfall sich füllt. Oder zumindest wieder hier. Wir haben ihn leider nicht gefunden. Oh Mann, wie das geduscht. Du brauchst nicht sprechen, ich hört man eh nicht. Aber ich mach wieder aus, weil ich muss unsere Kamera schützen. Wir haben eine Klappe vergessen. Wir haben den Wasserfall entdeckt. Eigentlich war der genau vor unserem Mofa, ja? Hier ist er, der Wasserfall. Wir haben gerade sogar noch ein Schild entdeckt, das da irgendwann mal gehangen hat. Das lag da irgendwo im Wald drin. Und da stand halt zum Wasserfall leider alles auf Thai. Wir können die Entfernung nicht lesen. Ja, und das Gewitter ist jetzt auch direkt über uns. Ist vielleicht auch nicht die beste Situation, hier rumzurennen. Nee. Martin wollte noch weiter. Ja, aber Sarah wollte nicht. Nee, weil ist gerade schon ein Blitz. Aber guckt euch die Stromschnellen an.
So, und es ist auch alles nass, also geh bitte weiter. Danke. Ich bin nämlich jetzt auch nass. Und wir müssen jetzt leider auflegen. Wir wollen auflegen? Nämlich noch... Mit wem telefonierst du denn? Wir wollen nämlich noch schwimmen gehen, wie ihr seht. Oh, Martin sieht gut aus, wenn ihr den seht. Ja, ich brauche keinen Regenanzug mehr anziehen. Nee, aber ich habe keine Regenschuhe.